Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin moin, hier ist der Achim und das hier ist die Geek Talk Daily Show für Freitag, den 9. Dezember. Heute habe ich 6 Themen dabei. Das ist einmal Super Mario Run, Facebook veröffentlicht ein neues Tool, Microsoft und LinkedIn, Samsung Galaxy 7 S7 Edge gibt es jetzt auch in einer neuen Farbe, Pokémon Go und Starbucks machen gemeinsame Sache und der Kollege Pallenberg verlässt Mobile Geeks. Okay, dann starten wir mal mit der anscheinend größten Nachricht, wo anscheinend alle Freunde von Mario jetzt steil gehen. Super Mario Run, das neue Spiel für iOS, auf das gewartet wird, was am 15.12. rauskommt, kann jetzt schon Probe gespielt werden, und zwar in den Apple Stores. Dort ist anscheinend auf allen iPhones und iPads Demo-Versionen von Super Mario Run installiert und ja, die kann man da jetzt spielen, wer es nicht abwarten kann bis zum 15. Also, ab in den nächsten Apple Store, Probe spielen und dann vielleicht mal kundgeben, ob es sich lohnt. Facebook, die haben jetzt ein Tool veröffentlicht, ein Online-Tool, um, im Englischen sagen wir Custom Profile Frames. Ich würde die Dinger einfach Filter nennen, ganz analog zu Snapchat, mit denen man Filter erstellen kann. Und Filter bedeuten halt dann, dass man ja so einen Text, Grafik, Mischmasch über sein Foto legen kann. Und ja, dafür gibt es jetzt ein Online-Tool. Ist auch nur ein neuer Beleg dafür, wie sich die ganzen sozialen Netzwerke so ein bisschen aneinander anpassen und ja, könnt ihr mal ausprobieren, aber der Punkt ist, beste Tool bringt auch nichts, wenn man keine Kreativität hat und keine Ideen. Also, wer es dir hat, der soll es auf jeden Fall mal ausprobieren, denke ich. Microsoft kauft LinkedIn. Jetzt keine riesen News, das ist ja schon vor, ja, glaube ich, einem halben Jahr angekündigt worden, aber wie so oft, das braucht ja alles seine Zeit, weil ja auch diverse, ja, Instanzen, wie zum Beispiel die European Union, ihren Segen abgeben müssen dazu. Weil hier Marktbeherrschung und den ganzen Krimskrams. Ist ja im Prinzip auch eine gute Sache, dass noch einer drauf schaut. Und ja, im Endeffekt, alle haben gesagt, jupp, könnt ihr machen, passt. Und ja, das ist jetzt abgeschlossen. Microsoft hat also LinkedIn für 26,2 Milliarden gekauft. Ja, reife Leistung. Kleiner Disclaimer, ich arbeite auch ab und zu für LinkedIn. Solltet ihr nur wissen. Wollen wir jetzt journalistisch korrekt bleiben. Journalistisch nicht so aufregend, aber man kann es mal berichten, ist, dass das Samsung Galaxy S7 Edge jetzt auch in Black Pearl verfügbar ist. Also in der Farbe Black Pearl. Und ja, das ist nichts anderes als anscheinend das Jet Black, beziehungsweise in Deutsch Diamantschwarz vom iPhone 7. Also hier so Klavierlackoptik, wo er die schon anguckt und dann bekommt das Teil Fingerabdrücke. Also ich habe ja ein iPhone 7 in Jet Black und ja, ich habe eine Hülle, deswegen hat es keine Fingerabdrücke. Aber ist auch nicht Sinn der Sache. Pokémon Go, da haben wir ja auch schon gestern drüber geredet. So richtig schlau bin ich auch nicht raus geworden. Also eine Pressekonferenz gab es nicht. Eine Presseerklärung kann man es vielleicht nennen. Auf jeden Fall haben sie jetzt bekannt gegeben, dass nächste Woche auf jeden Fall neue Pokémons wahrscheinlich am Start sind. Aber für Amerika ein Riesending. Sie machen jetzt eine Kooperation mit Starbucks. 7800 Starbucks-Läden, die also wirklich Starbucks gehören, das ist ja ein Franchise-Unternehmen, aber die Company-owned Starbucks-Läden, die werden zu Poké-Gyms und Poké-Stops. Und zusätzlich, und das finde ich eigentlich ganz witzig, macht Starbucks einen eigenen Pokémon Go Frappuccino. Also, die nehmen es dann schon mal richtig an mit Zusammenarbeit. Und spannendes Thema. Auf jeden Fall, jetzt bringt Pokémon Go die Sache jetzt auch nochmal in die Realität mit ihren Partnern. McDonald's hatte schon mal eine ähnliche Kollaboration in Japan, glaube ich. Und ja, es hat sich anscheinend gelohnt. Von daher, ab nächste Woche, glaube ich, ist Pokémon Go wieder ein größeres Thema. Das machen sie ja seit Halloween eigentlich ganz gut, finde ich. Und damit komme ich zu meinem letzten Thema. Das war dann heute die große Überraschung für viele. Der Kollege Sascha Pallenberg, den kennt, glaube ich, dann auch jeder. Der verlässt zum 1. Januar 2017 seinen Blog, seine Newsseite oder wie man es nennen will, Mobile Geeks. Ja, das hat er heute bekannt gegeben.
Heute am Freitag, den 9. Dezember, wird ein Interview auf T3N veröffentlicht, wo er wohl dann seine Pläne für die Zukunft bekannt gibt. Aber wenn man so ein bisschen recherchiert und sich durch die Foren und Kommentare klickt, dann scheint es wohl in Richtung Autohersteller zu gehen. Und ich lese da mal zwischen den Zeilen eindeutig Mercedes raus. Bin gespannt, ob ich richtig liege. Das werden wir dann im Laufe des Freitags mitbekommen. Und eventuell sagt ja der Jan am Montag im Daily Geek Talk was dazu. Denn der Jan, der übernimmt die nächste Woche. Ich bin damit jetzt durch. Ich danke für alle, die zugehört haben, die Feedback gegeben haben. Also ganz viel Feedback gab es, auch sehr viel Positives. Ich habe mich sehr gefreut. Die beiden Kollegen natürlich auch, Martin und Jan. Ganz toll wäre es übrigens auch, wenn ihr eventuell Feedback hinterlasst bei iTunes. Denn das bringt uns wirklich was, wenn wir bei iTunes ein paar gute Bewertungen haben. Das schiebt das Ranking ein bisschen und ja, wir wollen natürlich auch nach oben, auch in den iTunes-Charts. Von daher, gebt uns gerne Feedback da, natürlich auch überall woanders. Wir freuen uns über jedes Feedback. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in den Freitag und ein geiles Wochenende und dann ab Montag mit dem Jan, der wird es bestimmt auch super machen. Ciao, ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.